I'm gonna make you feel like you're the only girl in the world, like you're the only one that I'll ever love, like you're the only one who knows my heart. Hi meine Lieben da draußen, herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute soll es um den, ja, ganz speziellen Bachelorarbeit-Wahnsinn geben. Ich wollte euch nämlich ein kurzes Survival-Video zu, ja, wie überlebe ich meine Bachelorarbeit machen. Ich bin ja gerade mittendrin in diesem ganzen Bachelorarbeit-Chaos und ich meine, oh Gott, es ist einfach wirklich, wirklich, wirklich viel zu machen, weil, wie ihr wisst, muss man bei so einer Bachelorarbeit einiges an Seiten schreiben. Bei mir sind es 40 bis 60, die ich schreiben muss. Und man braucht auch einiges an Literatur und damit man da irgendwie durchkommt, ohne komplett zu verzweifeln, dachte ich mir, ich mache so ein kleines, ja, Survival-Video und berichte euch mal, wie ich mich da so durchschlage. Als allererstes, um eine erfolgreiche Bachelorarbeit zu schreiben, sollte man sich erstmal ein Thema suchen und meistens ist die Themenfindung ja schon das Schwierigste. Ich habe persönlich mich so orientiert, dass ich ein Thema nehme, was mich wirklich interessiert. Natürlich bin ich aufs Lesen gestoßen, auf Leseverhalten und Lesesozialisation in unserer Mediengesellschaft. Und es ist ein Thema, was mich wirklich fasziniert und das hat so einen gewissen Touch von irgendwie allem. Es hat so ein bisschen was Geschlechtsspezifisches, es hat so ein bisschen was Lesetypisches und es hat so ein bisschen was Medienpädagogisches und das gefällt mir einfach wahnsinnig gut, weil ich liebe Medienpädagogik, ich würde ja auch gerne einen Master in diese Richtung studieren. Ich finde Lesen einfach unglaublich toll und ich finde auch diese Geschlechterdifferenzen in unserer Gesellschaft sehr, sehr interessant und ja, diese drei Themen so vermengt in einem ergeben wirklich ein sehr explosives und spannendes Thema und ich kann es euch wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn ihr eine Bachelorarbeit schreibt, sucht euch ein Thema, was euch wahnsinnig viel Spaß macht, weil wenn ihr etwas nehmt, was vielleicht, ja, was ihr interessant findet, aber wo ihr nicht drin aufgehen könnt, dann werdet ihr euch echt schwer damit tun, auf jeden Fall stelle ich es mir so vor. Und das ist einfach meine absolute Top 1 Empfehlung, nehmt euch ein Thema, was euch sehr gut gefällt. Tipp Nummer 2, erstellt so schnell wie möglich eine Gliederung, weil die Gliederung bildet den äußeren Rahmen für eure Bachelorarbeit und dafür kann ich euch ein ganz besonderes Prozedere empfehlen. Und zwar habe ich es so gemacht, ich habe mir die Literatur besorgt und habe dann mich durch die Inhaltsverzeichnisse geforstet. Also ich habe mir sozusagen die Inhaltsverzeichnisse angeguckt, habe mir Themen notiert, die von Interesse sein könnten, wie hier beispielsweise Lesekompetenz. Dann habe ich mir Lesekompetenz aufgeschrieben. Dann habe ich überlegt, was brauche ich denn bei meiner Fragestellung? Ich habe Geschlechterspezifik, also muss ich was über Geschlechter reinbringen. Dann habe ich mir überlegt, welche Themen zu Geschlechterspezifik möchte ich aufbringen. Das Thema Gender beispielsweise, das Thema Geschlechtsdifferenzen, unterschiedliche Erwartungen an Jungen und Mädchen heute und damals, wie sich das verändert hat. Und sowas. Habe mir dann die Bücher dazu geholt, habe die Punkte rausgestrichen, die dafür sinnvoll wären und habe das dann notiert und als Gliederung aufgeschrieben. Dann habe ich Lesen genommen. Lesen, da habe ich mir rausgesucht Lesekompetenz, weil Lesekompetenz setzt das Lesen voraus. Dann habe ich mir rausgesucht Leseleistung oder Leseförderung und habe daraus die einzelnen Stichpunkte gemacht. Habe überlegt, wo können Oberbegriffe sein. Ich musste ja Medien auch mit reinbringen und habe mir auch dieses als Gliederungsoberpunkt gesucht. Und das kann ich euch nur empfehlen. Schaut euch die Inhalte an. Dann überlegt euch, wie ihr das gliedern wollt und vergleicht das, weil wenn ihr Inhalt, also wenn ihr Themen dazu habt, wo ihr wirklich schon lesen könnt, dann seid ihr schon mal klar im Vorteil. Es bringt ja nichts, euch eine Gliederung auszudenken und dann findet ihr keine Literatur dazu. Deswegen tut das wirklich im Einklang mit eurer Literatur, das hilft ungemein. Tipp Nummer 3. Ich empfehle euch dann, wenn ihr die Gliederung erfolgreich sozusagen ja, bekommen habt, fangt an zu markieren. Ich habe das jetzt in diesem Fall so gemacht, ich habe mir jedes Oberthema, was von Interesse sein könnte, mit so verschiedenen Klebemarkern markiert. Zum Beispiel hier Umgang mit Heterogenität. Oder hier Lesekompetenz, Grundlagen, denn das war ja eins meiner Oberthemen, deswegen musste ich das natürlich markieren. Dann habe ich beispielsweise Medienwandel im 20. Jahrhundert, wundert euch nicht, das ist mein eigenes Buch, deswegen ist es auch markiert, weil ich ja auch was über Medien brauchte. Und so habe ich mich einmal durch dieses ganze Buch geforstet, ohne es erstmal zu lesen. Ich habe es einfach erstmal nur markiert, weil es bringt nichts, wenn ihr das vorab schon lest, es macht euch nur kirre.
Und das ging auch beim nächsten Buch so weiter. Da habe ich einmal dieses, das ist auch mein eigenes, da habe ich genauso markiert. Ich habe auch immer geguckt, weil ich ja Differenzen zwischen Jungen und Mädchen hatte. Wenn was über Frauen kam, hier ist zum Beispiel Lesepraxis Mütter, dann habe ich pinke Streifen genommen. Über Männer habe ich blaue Streifen genommen. Beides, da habe ich grüne genommen. Bei gelben, da habe ich Theorieteile genommen. Bei orange habe ich so Praxisteile genommen, wie das umgesetzt werden kann oder Statistiken. Und so habe ich mir das halt übersichtlich markiert, damit ich so für mich weiß, wo ich was suchen muss. Und habe mir dann auf meine Gliederung auch immer die Buchtitel hintergeschrieben, hinter den einzelnen Themen, damit ich dann die Bücher schnell wieder finde und auch die Seitenzahlen hintergeschrieben, damit ich das dann auch wieder schnell finde. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und wenn ihr das fertig habt, ist es erstmal entscheidend, geht zum Dozenten und lasst diese Gliederung und die Literatur absegnen. Weil wenn der Dozent sagt, es ist mir zu wenig Literatur oder die Literatur ist nicht ausreichend oder gut, dann bringt euch das ja nichts, wenn ihr damit anfangt zu schreiben. Tipp Nummer 4. Ja, dann kommen wir, wenn wir die Gliederung und die Literatur gesichtet haben, eigentlich schon fast zum Schreiben, denn was soll man sonst noch so lange machen? Und ich kann euch da nur einen Tipp empfehlen. Ich habe es ja vorab erst so gemacht, dass ich sofort geschrieben habe und immer ins Buch geguckt habe, mir den Satz durchgelesen habe und das rausgeschrieben habe auf dem Computer, was ich interessant fand. Das stört aber ungemein den Schreib- und Lesefluss, weil du immer zwischen den beiden Sachen hin und her springst und du schreibst nur zwei Sätze und liest weiter, schreibst wieder zwei Sätze und liest weiter. Ich fand das sehr, sehr umständlich und habe mir dann eine andere Methode ausgedacht. Nämlich, wo habe ich es denn? Ich habe immer die einzelnen Kapitel genommen und habe mir Notizen gemacht. Einfach so kurze, stichpunktartige Sachen, wo Wörter drinstehen, die ich da unbedingt reinbringen wollte. Zum Beispiel habe ich jetzt hier so verschiedene Lesetypen und habe da reingeschrieben, beim Lesen dabei identifiziert sich mit Protagonisten. Das ist ein Satz, den werde ich später in diesen ganzen Kontext verbauen und ich habe es dann halt so gemacht, dass ich das erst alles rausnotiert habe zu den einzelnen Thema und habe mich dann hingesetzt und habe das Ganze am Computer getippt mit diesen Notizen. Dann konnte ich nämlich auch immer wegstreichen, wenn ich eine Notiz schon angewandt habe, habe ich sie durchgestrichen und habe weitergeschrieben. So konnte ich am Stück 5 Seiten schreiben, ohne irgendwie großartig Unterbrechungen, weil ich einfach die Notizen verarbeitet habe und die Quellenangaben hintergehauen habe und das war's. Also das ist wirklich für mich der ideale Weg gewesen, um effektives Schreiben zu provozieren, zu hervorzurufen, wie ihr es nennen wollt. Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Und der wichtigste Punkt, nämlich Nummer 5, ist, nehmt euch Zeit dafür. Setzt euch wirklich das Ziel, heute setze ich mich 5 Stunden an diese Sache ran. Macht die Sache wirklich verantwortungsbewusst und bei mir ist es so, ich setze mich ab morgens 9 Uhr an meinen Schreibtisch und fange an zu schreiben und sage, allerhöchstens bis 17 Uhr werde ich schreiben. Ich werde dazwischen von 12 bis 1 eine einstündige Pause machen, wo ich mich entspannen kann, wo ich vielleicht ein bisschen lese, Videos gucke oder was weiß ich und dann werde ich weiterschreiben. Und um 17 Uhr ist wirklich Feierabend, also so als wärt ihr auf Arbeit, es ist einfach Schluss. Ich schreibe nicht bis in die Nacht rein, weil abends brauche ich einfach Zeit für mich, für meine Freunde, für meinen Freund, um mich einfach zu entspannen. Und es bringt nichts, nachts zu schreiben, weil die Konzentration immer und immer mehr nachlassen wird. Und die Augen werden müde, weil sie schon sehr früh wach waren und sehr lange wach sind. Und also wirklich, tut euch das nicht an, versucht euch da wirklich konsequent einen Zeitplan aufzustellen, den ihr gut einhalten könnt, wo euch nichts in die Karre fährt oder irgendwie was dazwischen kommt. Nehmt euch Pausen, die sind wirklich sehr, sehr wichtig. Und ich persönlich mache es auch so, ich arbeite nicht am Wochenende. Also Samstag, Sonntag sind für mich wirklich freie Tage, da arbeite ich gar nicht. Das ist für mich einfach, nein, mache ich nicht. Die brauche ich, um wieder ein bisschen runterzukommen, um mich zu entspannen und setzt euch Ziele. Also ich habe mir immer das Ziel gesetzt, ich will jeden Tag 2 Seiten schreiben, beziehungsweise mittlerweile mache ich es so, wenn ich Notizen gemacht habe, dann möchte ich an dem Tag vielleicht 4 oder 5 Seiten schreiben und versuche halt jede Woche mindestens so 5 bis 10 Seiten zu schaffen. Und damit komme ich echt gut klar.
Ich habe mir auch gesagt, ich möchte bis Ende April fertig sein. Dann habe ich noch 4 Wochen Puffer. Es muss ja noch Korrektur gelesen werden. Es muss gebunden werden. Also da kommen ja noch andere Aufgaben und Pflichten auf einen zu, die auch sehr viel Zeit beanspruchen. Wenn man 40 Seiten geschrieben hat, muss man mindestens 1-2 Leute finden, die sich bereit erklären, wirklich diese 40 Seiten gegenzulesen und Fehler rauszusuchen, weil irgendwann sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht mehr. Und ja, das ist einfach so, nehmt euch da Zeit, fangt nicht zu spät an. Ich habe jetzt im Februar, habe ich mich mit der Dozentin zusammengesetzt, habe das Thema besprochen. Als sie das abgesegnet hat, habe ich mit der Literatur angefangen bis 18. März und habe dann am 23. März angefangen zu schreiben. Also da steckte wirklich sehr viel Vorarbeit hinter und die Bearbeitungszeit fing am 1.4. an. Dadurch, dass aber Ostern war, wusste ich, dass ich nicht zu so viel kommen werde in der Zeit. Und deswegen habe ich das einfach nach vorne verschoben und habe die Zeit genommen, wo ich wirklich Zeit hatte und habe mich da nicht auf die faule Haut gelegt, weil das ist, denke ich, sehr, sehr wichtig. Man muss dahinterstehen, da rangehen und sich denken, im Mai wird es fertig sein und ich werde dann frei haben, weil so denke ich auch. Und ich freue mich schon so inständig auf den Mai und mache 3 Kreuze, wenn der April vorbei ist und dieser ganze Bachelorarbeitswahnsinn. Derzeit bin ich bei 18 Seiten, also ich bin gut im Rennen. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen daran. Ich habe also gut mein Maß gehalten, meine 5 bis 10 Seiten in der Woche zu schaffen. Und ich will diese Woche auf jeden Fall noch bis Seite 25 kommen. Wenn ihr das seht, kann das auch sein, dass ich schon wesentlich weiter bin. Vielleicht hoffentlich dann schon bis Seite 30. Und ja, das sind einfach meine 5 Survival-Tipps, wie überlebe ich meine Bachelorarbeit, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Natürlich bin ich kein absoluter Profi, es ist ja auch immerhin meine erste Bachelorarbeit, also falls ihr noch irgendwelche nützlichen Tipps für mich habt, dann schreibt mir gerne mal. Ich weiß beispielsweise nämlich, dass es Programme für Windows gibt, wie Civita oder Civitari oder wie es heißt, da kannst du das Buch eingeben und dann Seite und Zeile und so, und dann schreibt er dir die Zitate schon selber raus und du brauchst die nur kopieren. Der macht ja auch automatisch da Notizen und keine Ahnung. Also damit ginge das wirklich wahrscheinlich schneller. Mein Problem ist einfach, dass ich einen Apple-Computer habe und da gibt es kein Dingens für auf. Da müsste ich erst, Windows auf den Apple installieren und so, keine Ahnung. Deswegen mache ich das lieber handschriftlich, so merke ich mir das auch gleich besser und kann das in meinem Kopf schon ein bisschen ausformulieren, wie ich mir das vorstelle. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ja, jetzt ist mein Hals schon ganz trocken und fusselig geredet. Ich würde sagen, ich beende dieses Video und wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Bachelorarbeitszeit. Und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao. Make you feel like you're the only girl in the world.